Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I chat from the west to the east. I'm saying up. I got three dice. I used to trap in the streets. Nigga, we ballin' the feast. I keep this trap in my seats. Nigga, we born to fight. Say that we never be weak. I trap from the west to the east. I'm saying a prayer on my knees. Nigga, roll the dice. Yo Leute, was geht? Damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Freunde, heute gibt es ein richtig geiles Video, denn EA hat endlich gegönnt. Icon Player Pick wiederholbar kam gestern raus. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Generell cooler Content jetzt auch in der Woche vor dem Team of the Year. Am Freitag geht's ja los. Und heute habe ich 10 Icon Player Picks für euch. Gestern war der Dual-Stream mit dem Steini. Dort habe ich 4 gemacht. Ich werde jetzt gleich nochmal 6 Stück separat machen. Und ja, nicht wundern, dass es ein bisschen zerstört aussieht. Der Steini war gestern noch ein bisschen länger da. Ich habe nicht lange geschlafen. Deshalb sieht es gerade so aus, wie es aussieht. Klar nenne ich dich dran Huren. Freunde, eskaliert mit den Likes, wenn ich am Mittwoch im Stream nochmal ein paar Player-Picks machen soll von den Icons. Ihr seht, ich habe noch 3 Millionen Coins und mehr habe ich wirklich nicht. Das war's. Also auf mehr komme ich nicht. Team of the Year, was soll ich euch erzählen? Hab viel zu viele Münzen abgestoßen, aber mit einem Untrade R9 mit. Ist alles kein Problem. Eskaliert mit den Likes, Freunde. Seid ab Freitag dabei. Es wird zum Team of the Year wieder Daily Streams geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf fette Sachen freuen. Folgt mir auf Twitch, dann verpasst ihr gar keinen einzigen Stream mehr. Und dann würde ich sagen, erstmal rein zu den Highlights von gestern. Weekend League hatte ich auch Glück bei den Rewards. Was haben wir? Was kriegt man denn? Eine von drei Basis oder mit Icons? Okay. Ich denke, das ist halt geil, dass man auch 3 zur Auswahl kriegt und nicht nur 2. Was machen wir als Wette? 90 plus? 90 plus Rating? Würde ich fühlen, die Idee. Okay. Dann Mods, macht eine Wette, 2 Minuten Laufzeit, haben wir eine Icon mit Mindestrating 90 drin. Jalla rein da. Okay, 90 plus Wette ist drin. 90 plus Wette ist drin, Freunde, ihr könnt eure Brösel setzen. Jalla rein da. By the way, vielen, vielen Dank, Freunde. Es fehlen nur noch 316 Follower zu den 140.000 Followern hier auf Twitch. Kuss, Kuss, Kuss. Falls ihr neu seid, drückt gerne aufs Herz, lasst ein kostenloses Follow da. Ihr verpasst keine Streams mehr. Weil das wäre ziemlich lecker. Jetzt sind, ich glaube, wir haben das erste Mal über 6 Millionen Brösels im Pott. Holy shit, Alter. Digga, es sind 7 Millionen Brösels gesetzt. Fuck! Ich gehe davon aus, sie riechen ihre Chance, aus der Armut zu kommen. Ich glaube nämlich auch. Es sind 4,8 Millionen Brösels auf Ja gesetzt, 90 plus. 4 Millionen auf Nein. Im Team Nein hat B7-067 210.000 Brösels all in gegangen, auf Nein gestimmt. Wir machen später mal ein R3-Pack-Chat, oder? Wir werden davon eh noch ein paar machen. Oder sollen wir... Ja, komm, wir machen direkt am Anfang R3. Du darfst nicht hingucken. Hä, ist es nicht auf... Oh mein Gott. Ich bin so unfähig, ein R3-Pack zu machen. Nochmal neu. Okay, guck mich hin. Ich darf nicht gucken. Ich hab's verkackt und ich hab nur Gülle. Ich bin unfähig. Was ist das denn? Das sind nur Baby-Icons. Was ist das denn für eine Rotze? Hä, hey, Digga, ich bin gebrochen. Was ist das für eine Scheiße? Die sind alle scheiße. Digga, die sind alle scheiße. Die sind alle... Was ist das für ein Scam? EA Sports. Wie viele Leute wegen euch gerade Brösels verloren haben, EA. Was macht ihr? Hä, hey, Digga, die sind alle so scheiße. Ich weiß nicht mal, wen ich nehmen soll. Ja, Hernandez habe ich schon untrailed. Den Baby. Oder den... Weiß ich nicht. Ja. Kann auch sein, dass ich ihn auch diskarden müsste. Ich nehme Köhmann mit. Gebrochen. Digga, hast du einen Trümmerbruch? 190.000 wert, der Wichser. Chat, angeblicher EA-Account, ich sehe es. Ich mache direkt den nächsten Icon-Pick. Chat, auscashen, ich mache direkt den nächsten Icon-Pick. Bin so genervt. Okay, Chat, wir können eine Wette machen. Kriege ich mindestens einen Holländer aus dem Player-Pick? Abfall. Kriege ich mindestens einen Rolande, DJ Fayo, Dankeschön für 5 Gifted-Subs. Maschine. Mods macht eine Wette. Kriege ich mindestens eine Rolande. Okay, die Wette läuft. Kriegen wir einen Holländer aus dem Pack? 1 Million Brösels schon auf Nein, okay? Es sind gerade 6 Millionen Brösels im Pott, Freunde. 6 Millionen. Und ich glaube, wir machen sogar die 7 Millionen voll. Ich mache jetzt eine Ankündigung. Wenn ein Van Basten drin ist, dann hole ich mir den und ich spiele mit dem die Weekend League zu Ende. Wenn ein Van Basten drin ist, spiele ich mit dem Wichser die Weekend League zu Ende. Boah, Digga. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass fast 9 Millionen Brösels gesetzt sind. Okay, Steini, guck weg, wir machen ein R3-Pack. Müssen wir drauf achten, dass es nicht verkackt. Okay, ich bin drauf. Ich guck nicht hin. Oh, okay. Okay. Ist okay. Numero uno, Socrates, Brasil. Oh, B, Desai. Das ist okay. Ey, Desai nehme ich mit. Desai ist Killer, Alter. Ey, auch genau. Desai ist geil. Der war stark, Chat. Der war stark. Desai nehme ich. Leider kein Holländer. Also gerne einmal die Wette auscash. Aber über Desai freue ich mich. War eine stabile Auswahl. Steini, guck mal hin. Ich mache jetzt ganz trocken dieses Pack auf. Ohne Wette, ohne nichts. Ganz trocken. Was möchtest du haben? In einem trockenen Eigenplayer-Pick. Was kann ich dir anbieten? Einen ganz trockenen. Ich glaube, du ziehst sowas wie Petit oder Seelof da drin.
Perfekt. Nimm Taurus, scheiße. Ach, ich möchte einfach nichts dazu sagen. Ich spiele jetzt einfach in die. Ich spiele jetzt Weekend League, lass mich brechen, wenn du bist. Jawoll! Ich habe einfach. Das Traurigste ist einfach, dass ich 2 Stunden Lebenszeit verschwendet habe. Ich habe einfach 2 Stunden meines Lebens verschwendet. Perfekt eröffnet, einfach so. Gar nichts gecheckt. Weekend League! Weekend League! Weekend League! Weekend League! Muss man anerkennen. Wer was anderes sagt, ist Hater. Ist das lächerlich. Ist das lächerlich. Gut. Marquinhos noch. Gut. Wen nehme ich denn mit? Bastoni oder Tchouameni? Oha! Mashallah! Tchouameni gut. Nehme ich mit? Ganz ehrlich, nehme ich mit. Was nehme ich denn jetzt hier? Bastoni. Sag ich euch ehrlich, kann ich mitarbeiten. Ich schwöre es dir, bei 14 Siegen hätte ich Arschritze gekriegt. Aber die absolute Arschritze. Junge, da kannst du selbst bei Rang 1 zufrieden sein, wenn du das kriegst. Was ist das? Junge, gefühlt könntest du nur Marquinhos kriegen, dann wäre besser. Nur noch Marquinhos. Ja. Freunde, drückt mir die Daumen. Das letzte, der letzte Icon Player Pick für heute. Morgen kommen noch mal 6 weitere. Ich mache ihn trocken. Ronaldo. Blonk ist okay. Okay, ja. Blonk geht fit. Blonk nehme ich. Ja. Bei den ersten beiden habe ich schon wieder einen Trümmerbruch gehabt. Yo, als ich Scholes schon gesehen habe wieder. Ah, Blonk nehme ich, Alter. Der ist cool. Aber der 5 ist doch Baby, oder, Hernandez? Ja, das war Baby. Ich hatte ja schon den 87er. 400k. Nimm mal mit. Ich finde, Blanc spielt sich immer geil. Blanc habe ich die letzten FIFA-Teile immer gefeiert. Also klar, was kostet die SBC? 780, 400k. Ja. Aber man nimmt die SBC ja auch nicht, um Gewinn zu machen, sondern um Erfahrung zu sammeln. Zu sammeln. Genau. Karten sammeln. Ja, ja. Freunde, und da sind wir. Wie wild sieht das aus? 6 Icon Player Picks haben wir hier am Start, und ja, meine 4 gestern waren ganz okay. Blanc, Desailly ging auf jeden Fall fit. Aber da muss mehr gehen, Freunde, da muss mehr gehen. Ich hatte auch 2 richtige Schrott-Player-Picks dabei. Come on, wir starten mal trocken mit dem ersten rein. Wie gesagt, folgt mir auf jeden Fall bei Twitch, wenn ich am Mittwoch im Stream nochmal welche machen soll. Und generell für die Toti-Streams. Come on, wir starten auf trocken mit dem ersten rein. EA Sports, gönn mir. Ja, nee. fuck. Campbell. Kann man mal zocken. Okocha, Barnes. Hey, Bruder. Wir starten ganz vorne mit dem Campbell. Ey, das ist so wild, einfach diese Eigenplayer-Picks hintereinander wegzurotzen. Okay, mal gehen wir mal ganz ans Ende. Ich weiß es nicht. Ich mach jetzt einen R3-Pack. Ich guck mich hin. So, und jetzt mache ich einen R3-Player-Pick. Perfekt, ich hab's verkackt! Ey, aber Baby Seedorf! Let's go! Baby Seedorf ist big! Und ich bin wieder zu dumm gewesen, so ein scheiß R3-Ding zu machen. Hä, los! Was mache ich falsch? Aber Baby Seedorf, let's go! Come on! Guardiola und Gero sind nix, aber Seedorf. 300k? Hätte ich früher in FIFA immer so 800k gekostet? Affiliate Chat, perfekt! Ey, aber Seedorf, Campbell auf jeden Fall beide spielbar. Das ist nicht so verkehrt. Ich hoffe, wir ziehen einen absoluten Banger. So, jetzt mache ich aber einen R3-Pack. Jetzt gucke ich nicht hin. Jetzt müsste es aufgehen. Okay. Ich guck weg. Und jetzt R3 reindrücken. Wir starten mit einem mittleren Nester. 90er Rating. Ferdinand Baby, let's go. Let's go. Es ist der nächste Verteidiger. Aber Ferdinand Baby ist richtig big. Wir haben noch Veron am Start gehabt. Den mittleren ist es, glaube ich. Aber Ferdinand Baby mit 84 Pace. Ja, guck mal. Der ist sogar bis jetzt auch der wertvollste. 600.000 Coins wert. Come on. Man darf es halt nicht gegen die 800k Preis rechnen von den Player Picks, weil die sind ein bisschen zu teuer. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man da Verlust macht. Aber wir haben noch 3 Stück. Die erste Hälfte ist vorbei. Bis jetzt ist es okay. Es ist weder ein L noch ein W. Aber, come on. Ich warte noch auf den Weg. Komm schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bruder! Oha! Oha! Junge, er kommt out of nowhere! Junge, was ist los? Ich kann sie dann dieses Jahr einfach. Alter! Mit Icon Zidane! EA liebt mich! Was ist das denn? Was kostet der? 2 Millionen! Ich habe einfach jetzt Baby und mit Icon Zidane untradable. Let's go! Oha! Ey! EA! Ich habe auch Baby-Icon R9 gezogen. Dann könnt ihr mir jetzt auch noch mit Icon R9 geben. Let's go, Alter. Was für ein Packler. Komm schon.
Das heißt, egal was jetzt passiert, der ist 2 Millionen wert. Ich hätte jetzt mit den Icon Packs auf jeden Fall Plus gemacht. Eine kostet so 800k. Wir haben, ja, die kosten ungefähr so zusammen, würde ich mal schätzen, 1 Million. 3 Millionen. Der Bruder 3,3 Millionen. Aus 4 Stück. Die würden normalerweise, ja, gut. Ja, 4 mal 8. Quick Maps. 3,2 Millionen. Ja, okay. Das ist ein leichtes Plus. Also der Zidane war wichtig, dass wir überhaupt was Gutes gezogen haben. Aber wir haben noch 2 Stück. Und das nächste ist ein R3-Pack. Come on. Geht's auf? Ja. Oh, let's go. Del Piero. Habe ich auch letztens gezogen. Musste ich danach discarden. Ist ein W. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Holy shit. Ich bin wieder heiser. Mann, ich bin wieder heiser vom Dosi. Aber wie geil ist denn bitte Matthäus? Let's go. Del Piero, Matthäus, Ori. Was für eine Auswahl. 3 mit Icons einfach. Und 3 richtige Banger mit Icons. Ich gehe ganz klar mit Lothar. Alter, der ist ja bestimmt auch noch was wert. Let's go, Lothar Matthäus. Er kostet auch über 1 Million. 1,4 Millionen. Baby Lothar Matthäus, let's go. Alter, wie gönnt mich ihr Sports gerade? Ich komme nicht klar, meine Stimme ist schon wieder weg. Oh, fuck. Oh, shit. Alter. Okay, ruhig. Ruhig, wir haben noch einen Icon-Player-Pick. Ich habe gar keine Erwartung mehr. Meine Stimme ist komplett weg. Alter, Junge, ist das am Gönnen. Die waren gestern im Stream ehrlich nicht so geil. Heute eskalieren die komplett. Wir machen noch einen R3-Pick. Ich guck nicht hin. Okay, letztes R3-Pick. Wir gucken das letzte Mal. Ich hab's verkackt, aber wir haben Baby R9 zurück. Einfach wieder Matthäus. Und ich hab mein R9 zurück. Ich hab mein R9 zurück. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Bruder, was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Ja, Matthäus, einfach nochmal. Wie heftig waren die letzten 3 Icon-Player-Picks? Ich komme nicht klar. Wir starten rein mit dem Campbell. Okay, Seedorf nimmt man mit. Ferdinand, nice. Zidane, Matthäus, R9. Die letzten 3 Icons sind alle mindestens 1,5 Millionen wert. Ey, ich sag's euch so, wie es ist. Nenn mir einen, der 6 Icon-Player-Picks macht, die besser sind. Ohne Scheiß. Ich möchte jemanden sehen, der bessere 6 Icon-Player-Picks macht. Arnes, ich küsse deine Kuppe. Mein Mod Arnes, ihr kennt ihn alle, hat für mich heute Nacht noch die Player-Picks gemacht. Ey, ich bin so zurück, Chat. Mein Account war so tot. Ja. Ey, es ist einfach so schön, mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, nachdem ich die letzten 2 Wochen nur Scheiße gefressen habe. Ja, das sind so 6,3 Millionen. Also ein SBC kostet so zwischen 700-800k. Wir rechnen jetzt einfach mal so mit 700k. Kann auch gerne 800k machen. Ich mach mal Mittelwert so. 4,5 Millionen haben wir ausgegeben und wir haben über 6 Millionen Coins raus. Wahrscheinlich so knapp 2 Millionen Coins plus gemacht. Ey, Chat, besser hätte es nicht laufen können. Ich habe einfach mein First Owner Baby R9 zurück, den ich discarden musste. Ich habe einen Matthäus First Owner. Und Junge, selbst Ferdinand, Seedorf und Campbell, die sind alle spielbar. Es ist so unfassbar big. Okay, das ist natürlich ein kleiner Flex. First Owner Baby Zidane. First Owner mit Icon Zidane. Aber ey, Freunde, ich bin raus mit dem Video. Smash den Like-Button. Was haben wir für Packluck gehabt? Ich komme nicht klar, Alter. Das hat sich so gelohnt, nochmal 6 Stück zu machen. Bruder, ey, ich bin einfach nur so glücklich gerade. Mein Account lebt wieder. Freunde, haut da rein. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Mittwoch der nächste Stream. Wir müssen noch mal ein paar Icon Player Picks machen. Ich sag's euch so, wie es ist. Haut da rein. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.